Willkommen zurück zu Return to Mysterious 2. Hier oben läuft irgendwie eine Raubkatze lang. Oh nein. Ja, so sieht's aus. Willkommen zurück. Aber der Jepp hat ja jetzt, glaube ich, eine Schrotflinte. Hat er oder hat er nicht? Hat er. Ja, wenn wir die jetzt ausgerüstet haben. Haben wir sie ausgerüstet? Jetzt haben wir sie ausgerüstet. Gehen wir mal nach oben und schauen wir mal. Da ist sie doch. Achso, muss ich mich irgendwie... Verloren? Muss ihn vertreiben. Drücke die Leertaste nochmal an. Leertaste. So. Muss ich jetzt hier irgendwo... Ah, ich kann hier auf den Baum. Geh mal auf den Baum. Jeppi? Ah, bist du da bei der Mina drüben? Wie schön, dich zu sehen, du Strolch. Ja, wie kleiner Strolch. Und du bist meine Susi. Genau. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Naja, erstmal mit ihr vielleicht quatschen oder ihr die Waffe geben. Ich hatte ganz schön Angst. So ein blöder Jaguar hat den See überquert. Er schwamm direkt auf mich zu. Ich habe mich hier vor ihm versteckt. Da habe ich noch keinen Schmerz gespürt. Aber sieh dir mal mein Bein an. Und ich habe meinen Verband verloren. Aber sag schon, dieses Motorengeräusch, was war das? Noch ein Hubschrauber? Ich hatte gehofft, es wären unsere Retter. Auch wenn ich es nicht wirklich geglaubt habe. Der Weg hierher ist schließlich ganz schön weit. In der Zwischenzeit müssen wir eben selbst klarkommen. Mein Bein tut so weh. Ich fürchte, die Wunde hat sich entzündet. Ich muss unbedingt ein Antiseptikum finden. Ah, hier, Dingens. Gib mir mal die Schrotflinte. Du bist süß, Jeb. Aber ich brauche ich brauche doch keine Schrotflinte wegen dem Jaguar da draußen. Und ist ja auch nicht so, als ob Raubkatzen nicht besonders gut klettern könnten und die ja auch nach oben kommen könnten. Ach, Jepp. Ach, auf was für dumme Ideen du kommst, mir die Schrotflinte zu geben. Ach ja, natürlich. Na gut. Können wir jetzt hier eigentlich die Ameisen wieder fangen? So, was ist denn, wenn ich jetzt hier... Achso, dann komme ich hier runter. Und wenn ich hier bin, dann ist, ja... Und die Raubkatze, die ist da oben jetzt einfach immer. Ach hier, guck mal. Wenn der hier unten lang geht, können wir den anschießen. So, hier. Drrr. Nee? Nein. Ja gut, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Tschüss, Mina. Kommst du alleine zurecht. Dann packen wir die Schrotflinte mal erstmal wieder raus. Und den Verband können wir doch bestimmt waschen. Am Wasser. Wieder an dieser einen Stelle. Weißt du? Diese eine Stelle. Hier vielleicht die Stelle geht ja vielleicht auch. Ja. So, dann können wir ihr schon mal den Verband wieder bringen. Oh, das war blöd. Oh, das war blöd. Da, jetzt habe ich vergessen, dass da... Ja. Also, habe ich nicht vergessen. Ich laufe nur einfach, ohne nachzudenken. So, bring mal das... Ist das Tuch jetzt noch? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Hier. Mein Bein tut so weh. Ach ja, ich brauche ja das Zeug noch. Ich muss unbedingt ein Antiseptikum finden. Ja. Das geht wahrscheinlich so gar nicht, ne? Oder? Probieren wir mal aus, ob das schon mal alleine geht. Mein Verband. Behalte ihn fürs Erste. Ich brauche ihn zwar noch, aber im Moment gibt es dringendere Dinge zu tun. Ja. Mein Bein tut so weh. Ich fürchte, die Wunde hat sich entzündet. Ich muss unbedingt ein Antiseptikum finden. Möchtest du es uns nochmal erzählen? Nicht? Gut, dann gehen wir da mal hin an die Stelle, wenn wir das denn können. Und ich darf auf keinen Fall immer diesen Weg gehen. Ich habe mir das so angewöhnt, deswegen diesen Weg zu gehen. Wo ist denn das Zeug? Dafür brauchte ich doch eigentlich auch Mina. Sonst kommt er da doch wieder nicht ran, oder? Hier, Mina. Mina. Hier ist eine Schlange. Und dann komme ich nicht an den Thymian. Minchen. Können wir die jetzt einfach erschießen? Geht nicht. Will nicht erschossen werden, die Schlange. Mach ich denn mal. Vielleicht müssen wir jetzt ihr Sachen geben zum Kombinieren oder so. Weil... Oder er denkt nur an Mina, aber kann schon auch die Schlange vertreiben.
Mit der Schlangenhaut. Können wir hier? Schlangenhaut, guck mal hier, deine eigene Haut, ist das nicht gruselig? Können wir die beflöten? Komm, wir beflöten die Schlange. Na? Fandst du nicht gut? Na gut. Die Ameisen? Hey. Auch nicht. Was können wir denn mal machen? Den Spitzenstock. Vielleicht auch sowas wie eine Falle bauen oder so? Er kann ja nichts kombinieren, das ist ja das Problem. Von daher werde ich wohl nichts bauen oder so. Aber mit dem Ast ging's damals. Da festhalten und ja. Das wird natürlich jetzt wieder kompliziert. Spirale. Oder du kriegst ein Ei zu essen. Leckeres Ei. Oh, warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum? Didedum. Regenwürmer. Auch keine Regenwürmer. Ja, ne? Das wird noch schön hier. Was mache ich denn jetzt? Wegen der dusseligen Schlange. Da muss man doch was machen können. Bin hier auch im dritten Fach statt in den ersten beiden. Aber ist ja egal. Das ist ja egal. Hauptsache, Mann, kommt hier immer. Ich habe ja nicht viel Auswahl. Was soll ich machen? Können wir mit einem Tuch irgendwie die verdecken oder so? Dann ist sie da erstmal so huch. Nö, auch nicht. Nochmal. Was stand da beim Gewehr? Da stand was. Kaputt. Die Trommel ist verbogen und die Waffe nicht mehr zu brauchen, aber vielleicht kannst du sie zweckentfremden. Ah, wir können die aus da hier. Warum denn nicht? Zweckentfremden. Auseinanderbauen. Die Trommel ist verbogen, du machst sie so, vielleicht kannst du sie zweckentfremden. Das heißt, ich kann mit der gar nicht schießen. Ja, da sagt doch mal einer. Ich kann das doch gar nicht. Das ist ja doof. Dann bauen wir aus der irgendwas anderes. Zweckentfremden. Was soll ich denn damit machen? Er kann halt nichts kombinieren. Das heißt, ich kann das Ding nur direkt an irgendwas verwenden. Das ist ja doof. Man sieht ja schon, ob man was kombinieren könnte, indem andere Sachen nicht inaktiv werden. Aber er kann halt nichts kombinieren. Das heißt, ich kann das Gewehr tatsächlich nur an irgendwas ganz anderem verwenden. Wenn wir jetzt einfach mal mit dem Gewehr woanders hingehen. Geh da mal hin. Kannst du da was mitmachen? Irgendwie wohin basteln oder so? Vielleicht brauchen wir das ja auch später und nicht jetzt. Kann ja auch sein. Was mit der Schildi eigentlich? Super. Super Schildi. Was machst du hier eigentlich? Was machst du hier? Und wenn wir den Jago irgendwie vertreiben, aber ich weiß halt nicht wie. Wie auch. Jetzt haben wir nicht mal... Wir haben ja dann doch gar keine Waffe. Hier... Ja... Ich will da ran, Mann. Moment, vielleicht können wir über die Schlange hinweg greifen an den Thymian. Weißt du... Ah, vielleicht können wir das ja... Aber anscheinend muss ich mich tatsächlich erstmal um die Schlange kümmern. Aber wer weiß, vielleicht können wir irgendwie da doch was bauen. Wenn das einfach länger ist. Vielleicht sind das einfach nur die falschen Sachen. Der lange Stock hier. Einfach mal alles durchprobieren. Jetzt habe ich doch eigentlich alles Langes, was ich habe, ausprobiert, oder? Womit könnte man denn mal so eine Schlange glücklich machen? Die ablenken. Damals war es der Stock. Jetzt ist bestimmt was total...
Idiotisch anderes, ich weiß auch nicht. Können wir den da mal finden? Wir haben ja noch hier unseren Geysir, der anscheinend nicht benutzbar ist. Vielleicht können wir das benutzen, anderweitig hier, das Zeug. Ich habe keine Ahnung. Merkt ihr schon, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch jetzt alles ausprobiert. Warum geht das nicht? Kannst du hier irgendwie hochklettern? Ja, du bist doch eigentlich so ein guter Kletterer, Max. Und wenn du da hinten hier irgendwo hochgehst, kannst du das nicht? Warum kann der nicht einfach irgendwo hochklettern und dann dahin? Das wäre doch viel einfacher. Jetzt ist er doch schon da. Dann könnte er hier sich rüberseilen. Er klettert doch sowieso anscheinend hier oben lang. Komisch, oder? Und dann könnte er einfach so da runter sich hangeln am Ding, am Pfosten hier und dann wäre er doch schon da. Hier so und dann so schnapp. Oh, diese olle Schlange, die geht mir auf den Senkel. Ich bin froh, wenn wir die weg haben. Wenn wir die abgelenkt haben irgendwie. Ich weiß auch nicht, was das hier für ein Gerümpel ist. Hier kann man auch noch irgendwas machen. Ach, Schildkröte, hilf mir doch mal. Bin ich wieder zu weit? Gehen wir mal hier zurück. Nein, das war falsche Richtung. Moment. Hier und dann da, genau. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Vielleicht nochmal an diese andere Wasserstelle. Oder so. Die hier. Weil da hinten ist ja auch noch was gewesen. Vielleicht brauche ich da einen längeren Stock. Du hast doch schon einen langen. Und nichts davon geht. Du kannst ja auch nichts kombinieren, du Trottel. Hier das Gewehr. Zweck entfremdet. Nicht. Geht nichts. Gibt's doch nicht. Dann kombinier das doch einfach. Och, Manu. Dann kämst du da ja auch schon mal ran. Aber so kommt er da nirgendwo ran. Das ist ja alles zu kurz und so. Wie komme ich denn jetzt an den blöden Thymian? Dann nehme ich jetzt nochmal die Hornissen. Oh, yep. Mit dem Stock natürlich. Und damit gehen wir jetzt nochmal zur Schlange. Probiere ich das nochmal. Ach, hier den Jaguar. Vielleicht könnte man den damit vertreiben. Hier, guck mal. Nicht die Schlange, der Jaguar. Der Held, Jepp. Jepp, der Held. So, und dann mal gucken, was Mina jetzt sagt, weil jetzt kann die uns ja vielleicht auch mal helfen hier. Guck mal, yeah, hier. Was war. Guck mal. Mein Bein tut so weh. Oh. Ich fürchte, die Wunde hat sich entzündet. Ich muss unbedingt ein Antiseptikum finden. Ich, guck mal, ja, hier. Mina, Schulter. Nein, Jepp. Ich kann dich jetzt nicht auf die Schulter nehmen. So. Ich bin zu schwach zum Laufen. Also müssen wir uns tatsächlich erstmal um den Schlangenkram kümmern. Und er ist schon wieder schmutzig, das sieht man. Ach, das gibt's ja nicht. Aber jetzt ist der Weg wieder frei. Wo ist denn... Oh nein, unsere Freundin ist weg. Und er ist wieder sauber. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Wo ist... Keine Früchte mehr. Und keine, wie hieß die Ader, keine Dingens mehr. Doof. Voll doof. Hier brauchen wir Mina. Ich weiß gar nicht, was ihr... Die ist bestimmt weggelaufen. Weil die Angst hatte und so. Oh, Ja.
Eigentlich müsste man ja auch in diesem Loch irgendwas finden, aber er guckt da ja nicht rein. Ist der andere eigentlich noch... Nee, der ist auch nicht mehr da. Oh, guck mal hier, wer, hallo. Oh, das ist ja, sind ja wir. Oh. Nee, ich brauche jetzt keine Ameisen. Ameisen ist jetzt nicht. Wir müssen irgendwie an das Zeug kommen, wo die Schlange ist. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Aber dadurch, dass wir jetzt an die Mühle wiederkommen, frage ich mich, also nicht an die Mühle, sondern hier da hinten lang. Hier. Genau, du sagst ja, da ist ein Fragezeichen. Warum? Verdammt mich nochmal, kannst du da nichts benutzen? Da soll man... Da, ja, aber ich verstehe nicht. Muss Mina da reingucken? Ich glaube, Mina muss da reingucken, weil er macht das ja nicht. Ach, hier nach oben geguckt habe ich auch noch nicht. Hm. Kannst du jetzt eigentlich mal Wasser schöpfen hier? Nee. Können wir den nass machen? Nee. Geht alles nicht? Hm. Irgendwie einen Behälter reparieren, das ist auch alles Mina-Sache. Tja. Bleibt nicht viel übrig. Würde ich sagen. Hier, oh. 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 Moment mal, hier, Hornissenlarven und ein Stock. Die Hornissenlarve, das könnte doch was Interessantes, Leckeres sein für unsere Schlange. Ein Genuss für den anspruchsvollen Gaum. Jawohl, das klingt doch super. Das bringen wir jetzt der Schlange. Wo ist die denn nochmal? Hier. Hm. Ach komm. Wieso isst du die denn jetzt nicht? Komm mit dem Stock aber. Hier. Warte, die kombinieren wir. Irgendwie, oh, er kann ja nichts kombinieren. Für den anspruchsvollen Gaumen. Ich verstehe das nicht. Na, iss sie doch. Muss er jetzt hier so ein Essen zusammenbasteln? Oder er kann doch nicht... Er geht doch nicht. Und hier steht, dass man... Option ist nur für Mina vorbei. Ach so, er kann auch noch... Er kann, oh, der Affe kann ja nix hier. Ein Genuss für den anspruchsvollen Gaum. Warum kann ich das jetzt nicht dem blöden Schlange hier geben? Ja. Jep, das regt mich auch auf. Also da werde ich ja fuchsig hier. Können wir denen irgendwas geben? Kurze angespitzte Ei. Es ist ja zum Verzweifeln. Ich will dem gar kein Ei schenken. Wenn, dann schenke ich das dem anderen, der da hinten sitzt und so seit Wochen und Tagen und so nichts gegessen hat. Oh, ey. Die Schlange... Ich hab doch jetzt meine guten Larven. Das ist doch super. Das ist ja auch schon ein Tipp. Ja? Vielleicht muss man das nur woanders hin machen. Vielleicht bin ich immer an der falschen Stelle hier bei der Schlange. Ich glaube, das würde aber automatisch gehen, oder? Oder? Das gibt's doch nicht. Muss ich das hier noch irgendwie angeisieren? Nein. Was wollt ihr denn dann von mir? Ich... Kann nichts auseinanderbauen, kann nichts kombinieren. Sollen wir hier irgendwie eine Falle bauen vielleicht? Vielleicht ist da unten nichts drin, man soll was reintun. Nee, das glaube ich auch nicht. Die Hornisselhafe, das ist es doch. Warum ist die dumme Schlange das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wir könnten natürlich auch noch ganz viele Ameisen irgendwie fangen. So als Hilfsaktion. Mit dem iPhone. Wie man das eben macht. Hier dein, dein Grashalm, den hier... Haben wir keinen mehr?
Doch, hier. Zack. Und dann holen wir uns noch mal weitere 3 Stück. Na, wird's denn noch was? Jawohl. Habe ich jetzt alle? Ja. So, kein Platz mehr. Genug Ameisen. Vielleicht lässt sich ja mit den Ameisen, wenn die alle voll sind, ne? Wenn wir alle haben. Hier, jetzt vielleicht. Vielleicht will sie ja von Ameisen besudelt werden. Ganze 10 Ameisen und du willst nichts. Du willst kein Ei. Willst du Samen? Willst du Würmer? Willst du eine leckere Larve? Für den leckeren, anspruchsvollen Gaumen. Warum nicht? Sei doch nicht so eigenwillig. Dann der Jeb? Der Jeb isst sie selber. Der Jeb, der Jeb. Der Jeb hat die Larve einfach selber mal gegessen. Ne? Warum auch nicht? Das ist alles langsam leid. Wir müssen irgendwie was anderes mit der doofen Schlange machen. Ich weiß nur noch nicht was. Da kommt bestimmt was ganz Komisches bei raus. Vielleicht könnte man Feuer machen, aber das kann der Jepp ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal verschiedenste Möglichkeiten in Erwägung, glaube ich, ziehen. Aber erst im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Bis dann!